Sehr geehrter Präsident, liebe KollegInnen! Trotz wachsender hybrider Bedrohung versagt die Ampel auch bei der Cybersicherheit. Es ist täglich erkennbar, dass es keine kohärente Strategie gibt. Ihr neues Sicherheitsgesetz ist sowohl verfassungswidrig als auch sinnfrei. Ihre Cybersicherheitsagenda bezeichneten Experten als sicherheitspolitischen Durchfall. Und 750 IT-Sicherheitsstellen im Bund sind unbesetzt. Das BSI soll 2025 21 Millionen Euro weniger erhalten. Und bei der Umsetzung der EU-Sicherheitsrichtlinien agiert die Ampel zu spät und vor allem nur nach dem absoluten Minimum, sowohl bei der NIS-2-Richtlinie als auch beim KRITIS-Dachgesetz. Dieses Vorgehen ist gefährlich, meine Damen und Herren. So kommt zwar als NIS-2-Vorgabe ein Bundes-CISO, also ein hochrangiger Informationssicherheitsbeauftragter, aber er kommt ohne Vetorechte, er hat nur lächerliche Befugnisse, er darf nur koordinieren und unterstützen. In der Folge, dass dieser CISO-Bund von Anfang an ein zahnloser Tiger ist. Das absolute Minimum ist auch der deutsche Sonderweg bei der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie, der Ausschluss der Kommunen. Dabei listet die ehrenamtlich gepflegte Webseite kommunalernotbetrieb.de, vielen Dank an Jens Lange an dieser Stelle, Cybersicherheitsvorfälle von hunderten Kommunen auf. Wochenlang gibt es dann keine neuen Ausweise, keine Anmeldungen von Geburten- oder Kitaplätzen, keine Abrufe von Sozialleistungen. Das alleine zeigt doch, Kommunen sind kritische Infrastruktur und müssen auch als solche geschützt werden. Die NIS-2-Richtlinie fordert auch eine Entkriminalisierung der IT-Sicherheitsforschung. Der Koalitionsvertrag hat eine Reform des Computerstrafrechts auch versprochen. In der Praxis sind Sicherheitsforschende aber immer noch wegen dem Hackerparagraf mit einem Bein im Gefängnis. Sicherheitslücken bleiben offen, denn Meldungen sind Risiken. Die Ampelpolitik bleibt das größte Cybersicherheitsrisiko für Deutschland, und mit Sicherheit sind wir nur eins: verlässlich ungeschützt. Vielen Dank.